Ja, moin moin, herzlich willkommen, grüß Gott. Hier ist mal wieder euer Rumpel mit einem kleinen schnellen Tutorial zum AMP Web Interface. Es kam ja heute das Update heraus oder gerade vor einer Stunde und da hat sich bei manchen so ein kleiner Fehler nach dem Update eingeschlichen. So, wir haben ja jetzt hier die Version, wie ihr seht, einmal die 2.5.0.8 und die Tool-Version 2.5.0.8 drauf. Alles läuft eigentlich wie am Schnürchen bis jetzt. Das Problem war eigentlich nur, wir konnten keine Instanz mehr erstellen. Also wie gesagt, hier drauf gehen, keine Instanz mehr erstellen. So, jetzt wie ihr seht, ist es wieder möglich. Wir erstellen mal einmal kurz eine Instanz. Und vorher hat er gesagt, nein, ist nicht. Fehlercode oben 3. Ja, muss jetzt den Fehlercode, habe ich jetzt auch nicht ganz im Kopf. Und ja, ich möchte keine Instanz erstellen. Gut, daraufhin haben wir die Lösung gesucht und haben sie auch sehr schnell gefunden, dass die Manifest JSON fehlte oder ersetzt werden muss. So, sind wir mal auf dem falschen Browser. Das Ganze haben wir dann hier so gelöst. Wir haben einfach mal geschrieben, ganz kurz hier, Update-Möglichkeit hier oben. Solltet ihr das Problem haben nach dem heutigen Update und so weiter, führt folgenden Befehl durch. Ihr folgt natürlich auch der Anweisung bei Ubuntu und Co. Fügt diesen Befehl aus. Und euer Webinterface funktioniert wieder prächtig. Ja, kurz und bündig. Ja, das war's auch von mir. Ja, solltet ihr mal Lust und Laune haben und wollt keine Server erstellen und euch die Arbeit antun, ja, könnt ihr auch gerne bei uns mal mitspielen. Wir bieten euch unter Discord und auf unserem Discord bieten wir euch, sag ich mal, jetzt hier ARC-Server an. Wir bieten euch auch im Multigaming-Bereich an. Das Ganze könnt ihr dann hier, die ARC-Server könnt ihr gerne spielen unter BHA ARC-Server. Da bekommt ihr Cluster-Server für Fortgeschrittene geboten und auch normale Server. Bei Testlabor genau das gleiche. Da bekommt ihr ASA-Server im Cluster-Verbund und ja, natürlich auch Server wie Enshrouded und so weiter. Ja, das Ganze natürlich auch hier komplett hier von Game Server in Style, sag ich mal, unterstützt. Und wir bieten euch natürlich auch so andere Server an und Hilfestellung. Nicht nur, wie es teilweise momentan ist, scheinbar viel zu arg. Aber gut. So, sollte euch unser Angebot gefallen hier, ja, lasst mal einen Kaffee da. Ich trinke nämlich gern Kaffee oder like das Ganze mal oder tragt mal hier auf der Webseite bitte ein, was die ganzen Sachen auch funktionieren oder wo die Fehler sind, damit wir mit euch gemeinsam arbeiten können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, lieb Gruß, euer Humpel, ciao, ciao, bye, bye, bis zum nächsten Tutorial.